Das Ergebnis hat dem Parteivorsitzenden und dem Parteivorstand einen Auftrag gegeben, jetzt mit den Unionsparteien Verhandlungen über die Bildung einer Bundesregierung aufzunehmen. Mein Treffen mit Frau Merkel und Herrn Seehofer heute Abend dient der Definition der nächsten Schritte, die nach unserem Parteitagsbeschluss jetzt möglich werden. Wir gehen mit dem Ziel als sozialdemokratische Partei in diese Koalitionsverhandlungen, Deutschland eine neue Regierung zu geben, die sowohl das Leben der Menschen in unserem Lande, aber auch besser macht, aber auch der internationalen Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland, gerade mit Blick auf die Europäische Union und die Einheit Europas, gerecht zu werden. In diesem Geist werde ich auch die Gespräche heute Abend hier führen. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren. Das war das Eingangsstatement, so heißt das, von Martin Schulz, dem Vorsitzenden der SPD, dazu, was er hier heute besprechen möchte mit den beiden Vorsitzenden der Unionsparteien, mit Angela Merkel, der Bundeskanzlerin, und mit Horst Seehofer, dem Vorsitzenden der CSU und noch bayerischen Ministerpräsidenten. Also es wird hier wohl in erster Linie mal grob noch mal um Themen gehen, aber vielleicht auch um einen Fahrplan. Sie wissen, dass ja die SPD heute im Laufe des Tages hat verlauten lassen, dass man zunächst mal eine Klausur abhalten will, intern eine Klausur in der SPD über die bevorstehenden Koalitionsverhandlungen. Das tut möglicherweise durchaus auch Not nach dem gestrigen Sonderparteitag, der zwar inhaltlich klar definiert hat, was die Sozialdemokraten wollen in diesen Koalitionsverhandlungen, die jetzt anstehen, aber der ja dann doch nicht so mit einer übergroßen Mehrheit ausgestattet worden ist. Aber nun hat Martin Schulz auch hier nochmal gesagt, wir gehen mit einer Mehrheit für diese Verhandlungen hinein. Und ja, da muss man jetzt sich Gedanken darüber machen, wie die vonstatten gehen sollen, in welchem Rahmen, wie groß die Verhandlungsteams sein sollen, welche Fach- und Facharbeitsgruppen man hier aufstellen will, die dann in diese Gespräche gehen. Man wird sich Gedanken machen über einen Zeitplan. Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen auf Seiten der SPD und auf Seiten der Union. Die SPD will es etwas langsamer angehen lassen. Das hat sich der heutige Tag gezeigt. Ist ja auch noch mal deutlich geworden durch den Wunsch nach einer parteiinternen Klausur vor diesen Verhandlungen. Die Union wollte da schon eher aufs Tempo drücken, wollte bis Anfang Februar mit diesen Koalitionsgesprächen durch sein, weil man auch sagt, wir haben ja die allermeisten schwierigen Sachen in diesen Sondierungen schon besprochen. Auch da ist die SPD gänzlich anderer Ansicht. Das war ja gestern beim Parteitag sehr gut zu beobachten, dass man sagt, viele Punkte sind für uns noch nicht hinreichend besprochen worden. Und wir wollen bei dem einen und anderen Punkt auch durchaus noch mal neu diskutieren. Und es sind ja schließlich jetzt erst die Koalitionsverhandlungen. Da hilft möglicherweise ein Satz der Bundeskanzlerin von gestern, die gesagt hat, das Sondierungspapier sei der Rahmen für diese Koalitionsgespräche und es seien noch sicher viele Details offen und zu besprechen. Und das sehen die Sozialdemokraten in der Tat auch ganz genauso und werden diese Vorlage der Bundeskanzlerin sicherlich gerne aufgenommen haben. Und entsprechend wird mutmaßlich auch Martin Schulz in diesem Dreiergespräch heute das für 2 bis 2,5 Stunden angesetzt. Gesetzt ist, agieren. So viel im Moment vom Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Zurück nach Bonn. Dankeschön, Herr Schäfer. Wir gucken natürlich dann, ob sich dann noch was tut und ob vielleicht noch mal jemand was sagt. Danke.